Hallo allerseits. Ich weiß, dass wir live sind, weil wir haben ein neues Equipment und mit diesem neuen Equipment kann man diese Dinge viel besser steuern. Und ich sehe auch, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt noch ganz alleine sind. Ich bin aber sicher, dass in den nächsten Minuten einige dazustoßen werden. Ja, und wenn ihr das nicht tut, dann schaut ihr euch das Video einfach später an. Hallo erstmal, ich möchte euch da draußen alle ganz herzlich begrüßen. Und zwar möchte ich euch meinen reizenden Ehegatten und Geschäftspartner vorstellen. Neben mir befindet sich Roy, 50% der Mantika. Ja, hallo draußen. Ich freue mich, dass wir heute wieder live sind. Ich freue mich, dass die Technik immer besser funktioniert. Und ich freue mich, dass ich mit meiner charmanten Gattin Kirsten heute wieder einen wunderbaren Talk mitgestalten darf. Ihr werdet sicher schon ganz neugierig darauf harren, was denn heute so unser Thema ist. Und ich denke, heute sollten wir, Kirsten, mal über die Vorbehalte sprechen, die wir als Kartenleger mal immer wieder bekommen, wenn wir denn da draußen mal nicht vorsichtig sind und auf die Frage, ja, was tust denn du so den ganzen Tag, antworten, wir sind Kartenleger. Das hast du sehr schön anmoderiert. Ich freue mich, dass inzwischen die Kerstin dabei ist. Hallo, liebe Kerstin, du treue Seele. Und es sind auch einige andere zu uns gestoßen. Ja, unser Thema ist Vorbehalte gegen das Kartenlegen. Und du hast da schon was Richtiges angesprochen. Ab und zu müssen wir ja sagen, was wir beruflich machen. Die Deutschen haben ja da eine Fixierung darauf, erst nach dem Alter zu fragen und dann danach, was man beruflich tut. Ich muss gestehen, ich oute mich da ungern, weil eine meiner Erfahrungen ist, dass wenn ich sage, ich bin Kartenlegerin oder ich bin Astrologin, dass die Leute mir antworten mit einem, daran glaube ich nicht. Hallo Christopher. Und daran glaube ich nicht, ja, das finde ich eine wirkliche Beleidigung, weil ich sage auch nicht zu einem Arzt, den ich irgendwo kennenlerne und der mir erklärt, er sei jetzt, was weiß ich, Zahnarzt. Entschuldigen Sie, aber daran glaube ich nicht. Ja, Kirsten, aber da möchte ich gleich mal einhaken. Das sind ja Dinge, da ist ja schön, ne? Weil, wenn du einen Geistlichen kennenlernst, dann kannst du sagen, daran glaube ich nicht. Aber wenn wir das ist ja ein Faktum, als Handwerker, ne, als, mit unserer Hände Arbeitskarten legen, dann geht es nicht darum, ob ich jemanden überzeugen muss, sondern ob er daran glaubt oder nicht, ist seine private Geschichte. Also da bin ich schon nicht abgestumpft, aber doch schon ein bisschen cooler geworden, denn ich will niemanden überzeugen. Ich will die nicht dran glauben, die werden mir sowieso nicht ins Boot holen. Ich will auch überhaupt niemanden überzeugen, aber ich würde auch einem Geistlichen nicht sagen, dass ich nicht daran glaube, weil vor mir steht ein Mensch und dieser Mensch ist nicht irgendetwas, an was man glaubt oder nicht glaubt. Ja? Ich habe ihn auch gar nicht, diese Personen dann vorher gar nicht in irgendeiner Weise darüber aufgeklärt, was ich eigentlich tue. Genauso wie es der Geistliche, den ich zufällig im Bus treffe, auch nicht unbedingt tun wird. Erst wenn jemand einem erklärt, dass er das und das tun würde oder an Eichhörnchen glaubt oder an die Chemtrails, dann kann ich sagen, daran glaube ich oder ich glaube nicht daran. Aber per se eine Person abzuqualifizieren, nur weil sie einen Beruf äußert, ist schon mal schwierig für mich. Das kann ich vom Intellekt völlig nachvollziehen, Kirsten. Nur, ja, dann glaubt er nicht daran. Gut, du bist an einem Punkt, wo es dir egal ist. Mich regt es immer noch auf und ich halte dann auch Vorträge. Nee, mir ist es dann nicht egal, wenn jemand mir erklärt, das funktioniert nicht. Das ist der nächste Punkt. Also, aber ich finde erstmal ein grundlegender Vorbehalt, den viele Menschen haben, ist zu sagen, sie allein die Worte hören, Tarot, Kartenlegen, Astrologie, dann ist da sofort bei denen so ein Film,
eine Todeskarte fällt oder sonst etwas und dann kommt, daran glaube ich nicht. Und da sehen wir schon mal, dass sehr viele Menschen innerhalb der Gesellschaft da so ein ganz vorgefasstes Bild schon haben, was wir überhaupt tun, ohne mal zu fragen, ach, interessant, was machen Sie denn da eigentlich? Na? Und das ist für mich ein großer Vorbehalt, mit dem ich auch immer noch ringe. Die Okay. zweite Sache, die du gerade angesprochen hast, warum das funktioniert ja eh nicht, ne, was wir auch immer oft hören. Ja, da müsstest du mir mal sagen, warum dich das stört. Ja, weil wenn ich sage, es funktioniert nicht, setze ich ja voraus, dass ich Farbe habe. Ja? Wenn ich eine Küchenmaschine kaufe, ja, und ich schalte die ein und die geht nicht, dann funktioniert sie nicht. Ja. Aber wir haben ja da mit ganz anderen Dingen zu tun. Ja. Wir haben es ja nicht mit einer Maschine oder mit einem Gerät zu tun, sondern wir haben es mit Menschen zu tun. Und wir haben es mit Personen zu tun, wo wir Unterstützung bieten. Ja. Das ist genauso, wie wenn ich sage, es tut mir leid, aber also diese Telefonlinie, ja, die es da gibt von der dargebotenen Hand, die funktioniert nicht. Ne? Oder es funktioniert nicht der Sozialdienst von einer karitativen Unternehmung. Das funktioniert nicht. Das geht nämlich genau in die gleiche Richtung. Dann unterstelle ich etwas, was ich gar nicht weiß. Genau, das Steuersystem funktioniert ja auch nicht so wirklich. Das haben wir jetzt akustisch nicht verstanden. Das Steuersystem funktioniert ja auch nicht so wirklich. Ja, das ist klar, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Aber eigentlich sagst du ja so ziemlich dasselbe wie ich, bloß bei einer anderen, beim anderen Wording. Es geht ja auch mehr darum, dass du erstmal sagst, wieso können die Leute sich nicht einfach erstmal dafür interessieren, bevor sie ein Urteil fällen? Ja, was antwortest du denn darauf in solchen Situationen? Wenn jemand sagt, das funktioniert nicht, dann gehe ich her und sage, oh, wenn das nicht funktioniert, dann haben Sie schon Erfahrung. So, dann ist er, nee, habe ich noch nie probiert. Woher wissen Sie dann, dass es nicht funktioniert? Ja, ganz genau. Ja? Christopher schreibt hier gerade, genauso gut könnte man sagen, Beichte funktioniert nicht. Ne? Hat er vollkommen recht. Also oder Therapie funktioniert nicht oder sonst etwas. Es ist einfach, aber dennoch so, dass gerade. Psychotherapie funktioniert nicht. Ja, es funktionierte bei mir auch nicht. Ja? Aber Hypnose funktioniert nicht. Bei Sonst dir. was, ne? Bei Ja, bei dir. mir funktioniert sie nicht, bei dir funktioniert sie gut, ich weiß. Aber ja, in der Tat ist also, worum es mir aber geht, ist, dass gerade die Astrologen und die Kartenleger und meinetwegen auch die Pendler oder sonst etwas mit extremen Vorurteilen zu kämpfen haben, ohne dass hinterfragt wird, was sie eigentlich tun. Und das, hallo liebe Birgit, und das ist etwas, was ich total doof finde. So. Und ich habe aber auch tatsächlich noch nicht die perfekte Antwort gefunden. Klar, man kann immer irgendwie kontern, wie du das gerade getan hast, wie Christopher vorgeschlagen hat, aber es löst ja nicht das Problem, ne? Wahrscheinlich geht es dann erst, wenn die Menschen selbst sich mal darauf einlassen, dann können sie beurteilen, ob es funktioniert oder nicht. Und meistens sind die Leute ja dann doch sehr begeistert, ne? Und dann hört man Nein. immer solche Dinge wie, oh, da ist aber mehr dran, als ich gedacht hätte. Oder das stimmt ja irgendwie oder so. Ne? Ja, Und genauso ist es. dann frage ich mich immer, ja, also es stimmt ja aber unbedingt nicht. Also das Stimmen ist ja auch nicht das, was das Wichtige am Kartenlegen ist. Ne? Und ja, das ist ein schwieriges Thema. Ja. Der Konter, den Christopher noch angibt, wäre zu sagen, für mich funktioniert es sehr gut. Das ist natürlich auch etwas, was wir machen können. Roy, du vertrittst da, glaube ich, eher ein selbstbewusstes Auftreten. Ich finde es immer ein bisschen schwierig und gehe da doch sehr stark auch immer in die Defensive. Und da muss ich wahrscheinlich einfach was lernen, ne? Weil du hast da immer ein selbstsicheres Auftreten. Ja, weil es stört mich einfach, wenn man sagt, das funktioniert nicht. Ja? Aber ich habe es noch nicht probiert. Genau. Aha.
Woher weißt du das denn, dass es nicht funktioniert? Ja, und das ist halt auch etwas, was mich so stört. Die Astronomie, die hackt ja zum Beispiel sehr auf den Astrologen rum, ja. Und ich kenne so wahnsinnig viele Astrologen, die sich für Astronomie begeistern und einfach auch da ganz viel drüber wissen wollen und das auch versuchen dann in ihren Unterricht oder in ihre Beratung mit einzubeziehen. Aber ein Astrologe, der interessiert sich überhaupt nicht dafür, ein Astronom, er interessiert sich überhaupt nicht dafür, was ein Astrologe tut und schaut sich das auch nie von innen an, aber hat immer Vorurteile. Ja, aber schau, Kirsten, wenn man mit offenen Augen und Ohren dann durch unsere Zeit geht, dann haben wir sehr viele Astrologen, die einen erklären, ja, Tarot, das funktioniert überhaupt nicht. Aber Astrologie, das funktioniert. Auch da hast du recht. Da muss ich sagen, hey, Moment mal, das ist so eine Form der Hackordnung. Ist jetzt ein bisschen höher auf der Hühnerleiter, also trifft dich dann noch mehr Dreck als wie mich. Und das ist per se einfach eine Sache, die stört mich am allermeisten. Ne? Dass du innerhalb einer Gruppe, die eigentlich da ist, um Menschen zu helfen und zu unterstützen in Situationen, wo es ihnen nicht gut geht, dass sie dann hergehen und sagen, nee, nee, also ich habe die Weisheit und du nichts. Ja, wir haben jetzt hier einige Kommentare. Ich hole die einfach mal rein. Ne? Die Kerstin, das muss ich noch ein bisschen üben hier reinholen im Rahmen. Ich denke, das kann auch mit Angst vor dem Thema zu tun haben. Menschen, die Angst haben zur Vorverurteilung. Ja, natürlich ein Fall, Kerstin, das sehe ich auch so. Nee, Nein? da habe ich andere Erfahrungen gemacht. Menschen, die absolut nicht angstbehaftet sind, einfach a priori sagen, es funktioniert nicht. Ja, aber es gibt auch diesen Fall, dass Leute in eine Abwehrhaltung, weil sie sich da mit irgendwelchen Mächten einlassen, die ihnen nicht geheuer sind. Birgit schreibt, Ja, die Dampflokomotive war dem Menschen auch nicht geheuer. Birgit schreibt was sehr Schönes, jeder bekommt Erkenntnis, die er oder sie verdient, ne? Das ist auch genau das. So, ich müsste vielleicht aufhören. Ich habe da, ihr merkt es ja, wirklich auch noch Ambitionen, das so ernst zu nehmen und die Leute einfach da in Ruhe lassen und dann einfach meiner Wege gehen. Fällt mir aber schwer. Und Christopher hat noch geschrieben, nee, das hatte ich schon erwähnt, du hattest eben noch was anderes geschrieben, Christoph. Da, das finde ich übrigens toll, mit reinholen. Es ist die Faulheit Unwissenden. Ja, das geht dann so ein bisschen in deine Richtung, würde ich sagen. Dass Ja. die Leute halt sich damit nicht auseinandersetzen wollen und dann halt es in irgendeiner Form abwerten. Also diese beiden Punkte haben wir auf jeden Fall. Hier kann es sein, dass dein Mikro nicht richtig funktioniert. Kerstin schreibt, dass du schwer zu verstehen bist. Könntest du das nochmal? Wieso, das sagst du doch auch immer, Schatz? Ja, aber jetzt geht es rein um die Technik gerade. Jetzt besser? Kerstin? Wir werden das gleich noch herausfinden. Aber vielleicht hält das Mikro ein bisschen näher oder switcht sonst auf das interne Mikro. Kerstin wird ja sicher gleich mal ein Feedback geben. Ja, die anderen Sachen, die uns jetzt noch im Brainstorming eingefallen sind, das haben wir eigentlich schon damit erwähnt, dass wir über Priester geredet haben. Es ist ja auch ein großer Vorbehalt in unserer christlichen Tradition. In den anderen Traditionen bin ich mir gar nicht so sicher, ob da der Vorbehalt so groß ist. Naja, nee, weiß ich nicht. Also ich kenne sehr viele muslimische Frauen, die zu Beratungen kommen und da überhaupt keine Bedenken haben. Die wollen dann allerdings mehr so die Wahrsagerei. Ne? Im christlichen Kontext ist es aber sehr stark oft eine Ablehnung des Kartenlegens, aber auch wieder aufgrund des Vorurteils, dass wir Wahrsager sind. Und das wird dann alles immer mit der Bibel zusammengebracht, in der steht, dass man Wahrsagern, ich weiß nicht, den Kopf einschlagen soll oder so. Ich habe das genaue Zitat nicht parat. Aber auch das ist ja nicht, was wir tun. Aber es ist so verankert im Bewusstsein, dass wir es machen. Kerstin sagt, es ist prima, wenn du das Mikro näher ranhältst. Ist es denn jetzt besser, Kerstin? Jetzt bist du leise. Sagt sie. Nein, ich sag das. Too much So information. ist es gut. So ist es gut. Sagt sie.
Ich höre Ja. dich jetzt wieder gut. Eben habe ich dich nicht gut gehört. Sehr gut. Genau. Birgit sagt auch, verbrennt sie die Wahrsager. Und wie gehst du denn damit um, wenn Menschen aus Glaubenshaltungen einen Vorbehalt gegen dich haben? Ja, da habe ich ja lernen dürfen. Ich hatte ja 2,5 Jahre einen sehr glaubensrestriktiven Chef, der da jeden Morgen in seiner Bibel in seinem Büro gelesen hat. Und auf die Frage am Anfang, ob mich das stören würde, habe ich gesagt, nee, wenn es dich nicht stört, dass ich jeden Morgen in die Karten gucke. Und dann war das Verhältnis zwischen ihm und mir auch geklärt. Und ja, bin da, ich sage, okay, wenn du an einen Herrgott glaubst, dann lass dich. Ich erwarte aber von dir die gleiche Großzügigkeit, dass ich was anderes glaube. Und dass ich einfach aufgrund meiner jahrelangen Erfahrung lernen musste, dass es auch noch was anderes gibt, als wie eine Bibel, die dann was vorgibt, was aber nicht verifiziert ist. Also ich muss sagen, dass ich, wenn Menschen mir das sagen, eigentlich mich sofort innerlich verabschiede und einen großen Bogen am liebsten um die Menschen mache, weil ich andererseits, anders als du, einen Chef hatte, auch sehr religiös war. Er war Baptist und hat mich quasi fristlos entlassen, weil er herausgefunden hat, dass ich Karten lege. Und das hat mich doch sehr geprägt damals. Das Und glaube ich. Genau, und wenn heute jemand mich in dieser Form angeht, dann bin ich A, wahnsinnig wütend, aber und B, finde ich das aber auch an mir interessant, und auch da muss ich wahrscheinlich wieder mehr an mir arbeiten, dass die Leute, dass ich höflich bleibe. Dass ich höflich bleibe und versuche, den Menschen zu verstehen. Ja, nun ist es ja so, dass wir ja auch dazu da sind, Menschen zu verstehen. Vielleicht liegt das auch mit daran, ne, dass ich immer in der Haltung bin, mein Gegenüber muss ich, egal was er mir jetzt erzählt, respektieren. Christopher hat eben die Beichte genannt, weil wir auch so ein bisschen diese Funktion haben, finde ich, dass uns Leute Sachen erzählen, die sie nicht sonst jemandem erzählen würden. Aber dennoch ärgere ich mich eigentlich, dass ich dem nicht sage, du Blöder, du weißt schon. Was konfrontierst du mich mit deinen Vorurteilen? Aber das schaffe ich noch nicht. Ja, also das ist bei einem Pfarrer, Geistlichen, hast du nicht gesehen, für mich dann viel einfacher zu sagen, ja, okay, du glaubst dein Zeug, ich glaube mein Zeug und gut ist. Also ich hab da, was das betrifft, weniger die Schwierigkeiten. Ja, da hast du echt Glück. Also ich merke auch, während wir jetzt hier reden, dass ich doch da noch lange nicht im Om bin und einfach auch hilflos dem Sehr gegenüber schade, bin. Kirsten. Vielleicht sollten wir da ein bisschen mehr meditieren. Das wäre eine gute Idee. Dann haben wir noch überlegt, es gibt noch einen Vorbehalt gegen die Kartenleger, der eher von der skeptikerschaftlichen Seite kommt. Uns wird dann oft erklärt, dass wir Cold Reading betreiben würden. Für alle, die nicht wissen, was Cold Reading ist, ne, das ist halt anhand von äußerlichen Merkmalen schon mal darauf schließen, wie die Situation des Menschen ist, hat er einen Ehering am Finger oder nicht. Und dann aber auch Fragen stellen, die Informationen herauslocken, und mit diesen Informationen punktet man dann quasi. Ich bin sicher, dass einige Menschen sowas betreiben, vor allem Zauberkünstler und Menschen, die sich als Hellseher bezeichnen, die werden sicher auch damit Informationen so agieren. Aber wir zum Beispiel, wir verlangen ja bewusst Informationen, bevor wir Karten legen. Und Oder eben auch nicht. oder eben auch nicht. Wir sagen das, aber wir erklären auch immer genau, warum wir die Informationen brauchen oder warum wir sie gerade nicht brauchen. Na? So ist das. Warum fragst du nicht nach Informationen? Weil es mich behindert. Für mich ist es, je weniger ich beim Erstkontakt weiß von dieser Person, umso bessere Beratungsergebnisse erziele ich.
Und weil ich schlicht einfach nichts weiß und ich kann mich voll darauf verlassen und reingehen und der Person ohne große Vorbehalte die Karten übersetzen. Und dann stehen die Leute auf der: Woher haben Sie das alles gewusst? Ich habe überhaupt nichts gewusst. Die Karten haben mir aufgrund der Kombinationen Erklärungen gegeben. Und die habe ich wiedergegeben, ohne Rücksicht auf wahr oder falsch. Ja, also ich kann das nachvollziehen, ich mache das auch. Also ich frage schon immer Informationen ab, das ist mir wichtig, einfach um die Fragestellung auch besser herauszuarbeiten zu können. Aber es gibt dann einen Punkt, wo ich genug Informationen habe und wo die Leute dann mir zu viel sagen und da stoppe ich dann auch, weil ich möchte halt auch nicht Ja, beeinflusst werden. wenn ich heute 20 Minuten Zeit habe, dann will ich nicht zuerst 5 Minuten eine Geschichte hören, weil das fehlt dann an Beratungszeit. Ja. Ja? Und wenn von mir einer mich eine Stunde gebucht hat und der erzählt mir auch 5 Minuten, ist auch 5 verlorene Minuten. Ja? Und das sage ich dann auch und ich sage: Pass mal auf, ja, das ist immer schön, wenn du mir das alles erzählst, aber das hat keinen. Das macht die Geschichte rund, aber das bringt nichts. Ja. Ja? Lass es sein, lass es bleiben. Am Schluss wirst du merken, dass das viel mehr für dich gebracht hat. Und das zeigt sich auch immer wieder. Und für die Leute, die das als Vorurteil bringen, ist es wieder so: Entweder haben sie das selbst mal erlebt, dass sie sagen, da war einer mit Cold Reading. Ja? Dann tut es mir leid, dass er da an eine. Eigentlich einen unethischen Kartenleger gekommen ist, oder erzählt wieder etwas, was er irgendwo gelesen hat und dass es deswegen so sein muss. Rui, ich muss jetzt einmal kurz unterbrechen. Der Sohn hat Ja. nicht den Auftrag erfüllt. Ja, das klären wir später. Nee, das muss jetzt ganz dringend gemacht werden, sei nicht böse. Könntest du es kurz erledigen? Ja. Okay, ich bin Danke. gleich wieder Danke. da. Seid nicht traurig, ich schalte nur schnell meine Kamera aus. Bis Lass sie gleich. doch ruhig an. Es ist, du kannst ja kurz. Es dauert ja nur eine Minute. Es ist wirklich dringend. Ja, in der Zwischenzeit kann ich ja kurz mal einfügen, was Kerstin hier geschrieben hat. Kerstin schreibt: Nehme ich den Wind aus den Segeln, so bis ich jetzt auf das Cold Reading, indem ich sage, dass ich keine Wahrsagerin bin. Irgendwie möchte ich das gerne noch ein bisschen anformatieren. War eine gute Idee. ich probiere es nochmal. Nein, so geht es nicht. Gut. Ich schau mal, ob ich das jetzt nicht kriege. Ist weg. Ich habe es doppelt. Euch doch bitte den Tag von Christine selbst durch. Wie ihr seht, habe ich hier gerade technische Probleme. Das ist auch nicht das, was ich euch zeigen wollte. Oh Gott, ich muss das jetzt schnell wieder richten, bevor Rohe wieder das. So, jetzt. gibt. Genau, also Kerstin hat mehr oder weniger geschrieben, dass sie den Wind aus dem Segel nimmt, indem sie den Leuten halt sagt, dass sie keine Wahrsagerin ist und sie keine, dass sie so nicht arbeitet. Ne? Und das ist natürlich das, was man Leuten sagen kann, finde ich auch. Sieht man dich nicht mehr, du müsstest den Ton wieder anstellen. Aber das bringt meiner Erfahrung nach nichts, denn die Leute haben, sobald sie das haben, dann hören sie dich, aber es hat keine Reaktion im Kopf stattgefunden. Wenn du sagst, ja, das ist Wahrsagerei, das ist Wahrsagerei, dann bringst du es auch mit einem Satz nicht weg. Ja. Ja? Dann ist man freundlich bestimmt und sagt, ja, gut, dann machen sie es halt nicht, aber im Kopf bleibt das. Und darum, das ist meine Erfahrung. Entweder du bist einem abgeneigt, dann bringst du das sowieso nicht mehr weg, oder du glaubst daran und sagst: Ah, oh, toll, haben Sie einen Termin für mich? Ja. Ich finde auch, also je selbstbewusster man sich da positioniert, entweder so wie du das machst oder inzwischen auch wie ich. Also ich frage jetzt immer Informationen ab. Am Anfang war ich da ein bisschen zögerlich, muss ich sagen, weil ich auch immer mich beweisen wollte. Je selbstbewusster man sagt, was man tut, umso besser kommt das an. Und sicher, es wird immer mal Leute geben, die dann doch was anderes wollen und
Man ist dann in Erklärungsnot oder ich bin dann in Erklärungsnot, wenn sie das nicht von mir bekommen. Aber dann lässt man die Leute halt gehen und sagt, hier, geh einfach und zahl nicht und gut ist. Und das ist so, wie ich dann damit umgehe, wenn die Leute meinen, ich hätte da irgendwie was nicht so gemacht, wie es hätte sein sollen. Die letzte Sache, die uns noch eingefallen ist, ist, dass Leute uns Kartenlegern, Astrologen auch, Beliebigkeit vorwerfen. Also dass praktisch wir Antworten geben, die auf jede Person in jeder Situation passen würden. Wie gehst du damit um? Also ganz ehrlich, sowas höre ich äußerst selten. Und wenn das kommt, dann sage ich, ja, also wenn mir sowas gesagt wird, dann kommt das sicher dadurch, dass sie das Horoskop in der Bild gelesen haben. Ja, das ist ein guter Ansatz, ja. Und in dem Moment, ne, in dem Moment, nee, ich lese die Bild nicht. So, ja, okay, gut, dann wer haben sie dann? Dann aus der Brigitte oder ja, dann kommt dir so eine wichtige Zeitschrift und dann sage ich so, und jetzt erklären Sie, ob Sie sowas wissen. Ja. Und dann gehen wir nämlich schon weg, dass ich in der Defensive bin, sondern da geht die Defensive in die andere Richtung. Weil Beliebigkeit, ne, kann ich erst dann sagen, wenn ich eine Beratung hinter mich gebracht habe. Ja, das Problem ist, das ist jetzt halt etwas, was hauptsächlich auch bei den Astrologen herumschwirrt. Das hat Christopher hier auch gerade noch erwähnt, der Barnum-Effekt, der immer wieder vorgeworfen wird. Da gab es mal eine Studie eines Wissenschaftlers, der quasi diversen Leuten denselben Text vorgelegt hat, eines Horoskops. Und alle haben sich irgendwie darin wiedergefunden. Und dieser Barnum-Text oder das Experiment wird auch ständig wieder von Wissenschaftlern dafür angeführt, dass Astrologie nicht funktioniert. Wobei aber halt vernachlässigt wird, dass Astrologie anders funktioniert als das, was da gemacht wird. Und da sind wir wieder bei dem Thema, dass sich die Wissenschaftler eigentlich nicht mit dem auseinandersetzen, was wir tun. Und auch auf die Frage, das funktioniert nicht. Ne? Wir werden ja öfter gefragt, wie Kartenlegen funktioniert. Ne? Und da habe ich ja schon in einem anderen Talk mal gesagt, dass mir persönlich das komplett Wuppe ist, wie Kartenlegen funktioniert. Ich merke nur, dass wenn ich mich mit jemandem zusammensetze, und richtig gut mit den Karten arbeite oder astrologisch, dass die Leute mit einem befriedigenden Gefühl herausgehen, befriedigten Gefühl herausgehen und dann hat es ja wohl funktioniert, ne? Oder wie siehst du das? Wenn ich wüsste, wie Kartenlegen funktioniert, würden wir beide hier nicht mehr diesen Talk machen, sondern da würden wir freudig bestimmt von den Malediven winken. Es ist, wenn jemand kommt und sagt, ja, das funktioniert ja nicht, oder funktioniert das, dann sage ich, wissen Sie, das verrate ich Ihnen in einer Beratung. Ja, Ja. genau. Und dann ist die Sache für mich erledigt, weil die Leute interessieren sich ja dann nicht für meinen Beruf, sondern sie interessieren sich für eine wissenschaftliche Auseinandersetzung. Und da bin ich der Falsche für, weil vor 300 Jahren, 100 Jahren war die Wissenschaft uninteressant und heute auf einmal ist alles Wissenschaft und da spiele ich nicht mit. Ja, das sehe ich so wie du. Ja, also wir haben jetzt eigentlich so unsere Vorbehalte durch. Habt ihr da draußen noch irgendwelche Sachen, mit denen ihr konfrontiert werdet? Und ihr auch sagt, also das ist etwas, was ihr ganz seltsam findet und damit vielleicht auch nicht klarkommt oder vielleicht habt ihr auch eine Lösung dafür. Ich gebe euch mal einen Moment Zeit, noch zu kommentieren und schau mal, ob hier noch in den Kommentaren was ist, wir noch mal mit reinnehmen sollten. Ja, es sind jetzt, die könnt ihr auch selbst lesen, die Kommentare, Erfahrungen persönlicher Natur, die damit zusammenhängen. Was ich noch ganz interessant finde, ist, Bibel und Tarot, Astrologie sind an sich Konkurrenz bei der Sinnstiftung, hat es doch geschrieben. Ne, da haben wir auch so diese
Thematik, dass halt gerade aus Glaubensecken heraus wir angegriffen werden, weil wir halt etwas machen, was auch die Seele entlasten kann, aber halt nicht unbedingt mit der katholischen oder der protestantischen zu tun hat. Finde ich auch mal einen ganz guten Gedanken. Also für mich schließt sich das eine mit dem anderen nicht aus. Es ist dann immer wieder eine Form des Fundamentalismus, der dann hergeht und sagt, meins ist richtig, deins ist falsch. Ja, und das ist das, was mir dann nicht gefällt. Aber ich glaube, das hat weniger mit Glauben zu tun. Denn spannenderweise hatte ich lange Klientinnen, die kamen aus der konservativsten tiefkatholischen Region der Innerschweiz und die kamen regelmäßig mir zum Kartenlegen. Ja, aber das ist ja auch das Interessante, dass gerade die katholischen Gegenden dem Kartenlegen aufgeschlossener sind oder ja, als die protestantischen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Orakelkarten kommen ja auch aus dem süddeutschen Raum, Genau. ne, und auch aus dem österreichischen Raum. Das ist, finde ich, sehr interessant. Ja, das ist ganz klar, das ist die Geschichte mit, weil ich von klein auf erzogen worden bin, dass es eine Form des Glaubens gibt, nehme ich das eher an. Ja. Ja? Der Protestantismus ist ein bisschen weniger gläubig, ja, was das betrifft, und da ist es schwieriger, an den ranzukommen. Ganz genau. Ja, nein, also ihr habt jetzt nicht noch große Sachen genannt. Ihr habt heute aber sehr rege kommentiert. Das finde ich toll. Macht das bitte weiter. Super, danke. Wenn euch noch was einfällt, schreibt es doch einfach in die Kommentare. Aber ich denke auch, dass das so die wichtigsten Vorbehalte sind. Und alle, die das auch noch später schauen, dieses Video, ich glaube, es ist wichtig, dass ihr eure eigene Haltung diesen Themen gegenüber entwickelt, mit denen ihr garantiert konfrontiert werden werdet, wenn ihr euch mit diesem Thema näher auseinandersetzt. Und ihr seht ja, Roy hat eine andere Meinung als ich und da draußen haben auch noch die Leute andere Meinungen. Und es ist einfach wichtig, jeder sollte damit rechnen, dass so etwas kommt und dann ja bereit sein zu antworten. Ne? Ja. Hast du noch etwas zu sagen? Ah, ich habe noch viel zu sagen, aber Ui. zu diesem Thema, da bin ich eben abgeklärter. Da habe ich keine Lust mehr zu diskutieren und wenn halt einer kommt und sagt, dann glaube ich, das ist auch gut, dann sage ich, ja, weißt du was, ich gebe dir trotzdem die Chance, da ist eine Visitenkarte und wenn du Lust hast, dann rufst du an, wenn es dir mal schlecht geht, weil das unweigerlich ist, dass du im Leben nicht immer nur Tendenzen nach oben hast. Ja, ganz genau. Ankündigungen? Ja, beim nächsten Mal müssen wir euch ein bisschen enttäuschen. Kirsten und ich haben uns auch wegen Corona eine Pause verdient. Wir werden die nächsten paar Wochen nicht live gehen. Wir werden uns die Sommerpause reinziehen, um es auf Slang zu nennen. Und wir sind in ein paar Wochen, wobei man Bar nicht, sondern schreibt wieder für euch da. Wir werden das rechtzeitig ankündigen, damit ihr wisst, aha, die live und dann sicher wieder spannende und tolle. Super. Ja gut, dann machen wir Schluss. Ich wünsche euch da draußen ein wunderschönes Wochenende. Du wahrscheinlich auch. Ich Und wünsche, ja, und wünsche. das überlasse ich dir. Okay, ich wünsche euch allen, die es sehen, einen wunderschönen Sommer mit sehr viel Sonne, mit sehr viel Energie. Ich wünsche euch Polo und den habe ich schon ein paar Mal gehört, der gefällt mir wunderbar. Bleibt negativ, das wäre positiv. In dem Sinn, never give up und wir sehen uns wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao.